Salve Simon, ragazzi, what was I oggi saying? facciamo la recensione del Chewy Friendly video con Chewy V88, V88, è un is un 7,9 pollici 6,85,9 pad zoll nelle stesse con caratteristiche come l'iPad mini. si gleich größer wie Anche iPad con questo mini. pad You can also talk with potete diesem come pad, was mir beim letzten con video l'altro video del Ramos zum X10 Ramos X10 utilizzare i bei dir backcover dell'iPad Backcovers mini, vorfüllen können vom iPad mini. backcover, pellicole Ihr protettive, habt eccetera. hier auf der Qua Box ja abbiamo schon IPS geschrieben, ihr habt Display, IPS bella Display, sehr risoluzione. gute Auflösung, 5 Megapixel Kamera. Abbiamo un quad core Quattro Pad, processore, Quad quindi Vivo P4, und e qua Chewy. Chewy Die Marke ist ja mi fa qualche scherzi l'autozoom, Autozoom. autofocus. Ecco, bene, Der möchte ich ja Chewy gleich wieder. Also, V88, Chewy ce V88, Chewy l'abbiamo kennt anche ihr il ja als V89 V90, ebenfalls im Shop ist auch ein sehr gutes Display, sehr gutes Tablet. nel nostro online-shop, è Jo, un bel, ich zeige ganz bellissimo kurz, was ist in der apparecchio. Box. Comunque vi faccio vedere Und cosa zwar ce ist ein einmaliges l'abbiamo. Tablet. Ce l'abbiamo Irgendwann ganz kurz nella zur Seite, schauen wir scatola, hier in der c'è il Box, ist cavo folgendes drin. USB, micro Ein USB, Kabel, also ein e Micro-USB-Kabel zum abbiamo un Anschluss an den Computer. OTG, un Und cavo noch ein OTG, quindi OTG-Kabel, hier könnt ihr direkt potete quasi eine Tastatur drüber connettere una anschließen. tastiera Wir haben sowieso eine direttamente Tastatur bei uns mitgestellt, wir kommen auch al ein Kabel tablet. dazu. Falls ihr keins bekommen habt, einfach kurz E mich poi anmelden. Dann haben wir hier dabei qua abbiamo il manuale di istruzione. User Manual. Mi fa di nuovo qualche scherzi il Nochmal mio ein zoom Joystick. oggi. Beruhigtheit. Non so perché, le condizioni Gerade gehoben, dell'illuminazione qua weil sono optimal Lichtverhältnisse ottimale hier. oggi. Also, Ecco, adesso User la Manual. domanda: So, come si und jetzt ist die carica Frage hier, ob questo es direkt apparecchio? geladen. Ja, mein Zoom, der spinnt. Di nuovo il zoom, Lass es doch ecco. lieber. Bene. Allora, la So. domanda: come caricate Eine Frage, l'apparecchio? wie wird das Gerät Giustamente geladen? con un Und so hat geladen con l'AGB. caricabatteria, Der Witz però il ist, problema è che con Chewy non Chewy fornisce keine un AGB AGB. caricabatteria. Quindi a noi è Das heißt, successo che i ich primi nutze das mal apparecchi che proprio, abbiamo ein paar Geräte vornehmen, weil wir dachten, das abbiamo wird wohl spedito passieren, senza aber caricabatteria, dann haben wir die Dinger ohne AGB perché abbiamo verschickt. pensato che So, fosse letzten con un Endes kein nicht cavo geladen worden, USB si USB. potrebbe caricare, che non è il Falls caso. das, Comunque, se è dir oder successo a ihm te, passiert ist, dann a einfach ganz lei, kurz melden comunque, bei uns im mandateci Support. un'email al nostro indirizzo del Und wir supporto schicken e vi dann direkt, mandiamo direkt aus Deutschland zu. un caricabatteria So, direttamente wichtig, dalla wir haben es auch direkt Germania. aus Deutschland verschickt, Comunque, wie ihr solo i wisst, ja. caricabatterie ce Okay, l'abbiamo, alcuni in se es Germania. I auch tablet Missverständnisse gibt, vanno gut, spediti direttamente dann ich tutti mache mal hier kurz dalla un Blinker China. vielleicht. Della Besser, Cina, also, comunque, mal Autozoom solo einzustellen. in caso se vi manca questo caricabatteria. Also, okay. Quindi abbiamo Also 5 5 Volt Volt Ladegerät, 5 di Volt, 2 Ampere. caricabatteria, abbiamo So ein Stück Apparatur geschickt, GB di 16 memoria GB interner interna, Speicher. Pad Mini, Android, Ansonsten, yo, Pad come Mini, natürlich sapete, qua Android, c'è ist sowieso hier, dann l'autoparlante, hinten quasi der Lautsprecher unten. Sopra Dann haben abbiamo, wir die, also hinten haben wir die sopra un po' Ampere, ma verso dietro hier haben wir die abbiamo i Knöpfe zur pulsanti, Einschaltung. Und hier haben wir die accendere Lautsprecherregler, hier haben wir volume, unsere camera. Kamera. Dann haben wir, Poi fammi vedere dove c'è su. Screen, Ecco wo ist qua, jetzt oben? c'è la Also pellicola hier ist protettiva sozusagen da unsere questa Pellicola hier parte. oben. Auf jeden Fall haben wir auf dieser Seite Come vi hier. faccio vedere? Ecco da questa Zeigen wir parte. anche gleich rein am besten. Abbiamo So. HDMI, Also, hier haben wir USB, einen HDMI-Port, wie ihr seht. Dann haben wir poi hier abbiamo il USB. DC Wir haben hier das Ladegerät. e Dann l'ingresso haben wir auricolare, oben il haben wir den microfono Kopfhörereingang. Dann haben wir hier e das Mikrofon, Jack und Mic. una Und scheda dann hier SD. einen für die SD-Karte. Quindi Also HDMI-Port dabei, natürlich HDMI-Port Fernseher è zum Beispiel. disponibile, quindi per attaccare Und dann al würde ich sagen, televisore c'è una Frontkamera unten front gleich am camera, besten. quindi ce l'abbiamo Jo, würde ich tutto. sagen, schalten das Gerät Accendiamo. einmal ein. Also wie gesagt, schon hier hinten wird es eingeschaltet, in diesem Knopf hier. Quello che sto notando è abbastanza Also es leggero ist hier questo betont, dass es sehr apparecchio, leicht non è ist. Ihr seht auch, pesante. wie gröhlich, nicht viel. Sehr, 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 sehr leicht. Bene, Chewy V88. So, also Chewy V88.
Ho già preinstallato alcune applicazioni come solito, anche l'AnTuTu Benchmark l'avevo fatto già fare la prova, dopo vediamo il Velamo test in linea live, impostazione, qua abbiamo Bluetooth questa volta, abbiamo audio, suono al massimo, comunque note, sveglia. Bene, il suono si sente benissimo quando usate come televisore per musica o qualsiasi cosa. Illuminazione. HDMI per impostazioni, per fare dei screenshot settings. Potete scegliere se volete il pulsante sul display. Quindi potete fare direttamente un screenshot del vostro schermo, poi memoria interna 1,97 per applicazione e memoria interna 12,58, quindi saranno 13 in totale, saranno 16 GB indicato. Poi l'accumulatore. Non mi ricordo quanto milliampere, penso che sono circa 4000 mAh. Quindi applicazioni, quelli che ho fatto io sopra, AnTuTu Benchmark, CPU Identifier, Manugano, Root Checker, Temple Run Odds, Total Commander, posso consigliare a chi si intende. Mi sembra il migliore file manager per i vostri dati. Poi ho messo sopra Velamo, Z-Device Test. Importante dai AMOI, apparecchi AMOI, c'è un po' difficile di entrare nella memoria interna. Con il Total Commander non avete problemi, avete direttamente l'accesso a tutti i vostri memoria o anche le cartelle. Impostazione della lingua, tedesco, inglese, francese, italiano, come vedete anche italiano in Svizzera, olandese, ci sono tutte le lingue europee, diciamo tutte le thailandese, cinese, coreano, cioè comunque le lingue sono apparecchie. Qua potete fare il reset delle impostazioni della fabbrica. Poi dovete entrare nelle impostazioni della lingua perché all'inizio sarà in cinese, poi dovete cambiare la lingua, la prima lingua in genere, cioè cinese, dove c'è una A. E comunque abbiamo Android 4.1. Jelly Bean drauf auf dem Gerät. Hier kurz rein. Also hier sehen wir es noch. 411 Jelly Bean. Qua possiamo giocare, Können spostare le wir spielen, fave. genau. Wunderbar. So, also hier habt ihr, ich ziehe das Qua Ding jetzt nicht ab, ich menu habe da unten home, zum c'è Zurück l'adesivo Menü und Home. sopra. Ansonsten Comunque, einstellen sind wir durch. sono direttamente Wir sullo haben Menü und schermo Home. i pulsanti. Hier haben wir, also gucken wir mal das hier oben an. Il suono è Also sehr guten ottimo. Sound habt ihr hier. Jetzt mal ein bisschen so. Anche la musica Gute non è Musik hören wir noch male. dazu. Per questo video che hanno fatto come demo. Non sono sicuro se sono tutti questi Die colori Farben sind alle hier, weiß disponibili. ich nicht. Non sono sicuro comunque. Potrebbe essere Kann sein, dass wir che kaufen. prendiamo solo Also alcuni hier hinten sind colori Futter. in Ein bisschen futuro. Brotbohlen hier. So. Allora, Also, hanno un grande mercato in ein Indian India, Brotmarkt zu haben. sembrerebbe.
Auch ganz nett. Das zeige ich euch beim nächsten Mal, dieses Anche Corning und questo so. è Corning, un Das video del ist Corning del Corning, Gorilla Gorilla Glass. Vi Glass faccio Corning, vedere sono un'altra Corning, volta, sono i perché Corning, anche questo sono tablet Gorilla ha il Glass. Gorilla Glass. So, jetzt wie komme ich hier raus? Come esco? Bene, qua sotto. So, super. Sì, così. So, also, so sind wir draußen. Dann Qua. schauen wir uns ganz kurz Adesso die Kamera an. vediamo la camera, impostazione della camera, Also, mach faccio kurz ein veloce un Foto. foto. Abbiamo Also, autofocus, Autozoom haben wir hier drin. autozoom Das Bild e sieht dann so aus. Also, ich denke, es sieht c'è di mal nuovo doch la mia recht ordentlich aus. Recht gute 5-Megapixel-Kamera. Kann ich la dir kurz camera zeigen. Und zwar hier. concorrente 5 Megapixel 5 Megapixel seht ihr hier, 5M la Pixels. camera frontale Und die Frontkamera noch. metto la mia mano giusto Ich muss per meine Hand reinhalten einfach. come Also ich vedete denke, ihr qua. seht es hier oben. Non c'è un autofocus Kein sulla camera frontale. Autozoom auf der Frontkamera, das Per ist klar. videotelefonia Also für Videotelefonie abbastanza reicht die Qualität auf sufficiente, jeden Fall 2 aus. megabyte So, di ich wollte dir noch megapixel zeigen, wie di viel Megapixel. camera. Und zwar sind es 2 Megapixel 2 auf der Frontkamera. la camera So, 5 also die megapixel, Kamera ist 2 megapixel ordentlich, per 2 front Megapixel, facing sehr, sehr gut. Die andere abbastanza in sufficiente. Ordnung. Entriamo nell'AnTuTu Benchmark. Gut, dann gehen wir C'è zum il AnTuTu mio zoom Benchmark. oggi. Und ein Zoom. Scusate però. Ecco. So. 17.024 Also 17.424 punti. Punkte, das ist Un eine sehr, sehr gute, benchmark, un valore di benchmark ein sehr, sehr guter abbastanza alto. Benchmark Wert, wo wir hier erreicht Entriamo haben. nelle informazioni Ich gehe mal del. auf die Infos. Also Qua haben wir abbiamo Rockchip bei den Rockchip RK30 board. AK3188 wird immer angezeigt, 30 E Port, non è und un deswegen nehmen wir jetzt mal keinen 3066, è un 3066 wie der vorige, 30, sondern ist ein Chip 30, 3188. 3188 CPU-Frequenz wurde im il Video Rockchip. angezeigt, 1,8 Comunque GHz sind il 1,6 GHz CPU real. Screen-Auflösung, 312 also a Bildschirmauflösung, 1608 MHz, qua abbiamo MicroPixel-Auflösung 1024, hatte die 1024 a Dichte, die Pixeldichte 720 Prozessor pixel, DPI. 160 dpi. RAM RAM 2 GB, abbiamo also sehr, sehr ordentlicher RAM. 16 5 MP, megabyte. das wäre, ich denke, auch wegen dem RAM kommen wir auf die Poi 17.000 Punkte, das ist eine sehr, sehr qua gute Leistung von diesem 52 kleinen Tablet. megapixel per la 2 camera. Megapixel Android 4.1. Vi voglio So, far vedere dazu, anche ich jetzt altri habe noch tool andere per Tools, wo ich euch zeigen möchte, CPU, i IP-Fire. test. Drehen wir ganz kurz hier um. Also hier wurden zum Qua Teil anche auch questo non legge Code bene geändert, il hier zum Beispiel chip. falsch Questo ausgelesen. forse non è Das aggiornato ist einfach nicht up to date, dieses Tool hier. il tool per il benchmark per gli ultimi chip che sono uscito. Comunque dal CPU Also hier beim Identifier non CPU funzionava Identifier bene per il funziona nicht Rockchip wirklich gut für diese Rockchip RK31888, 3188. Hier che nehmen wir mal questo den è il RAM chip oder sehr, sehr che è guter Wert, in questo tablet. nehme ich mal an, raus Adesso und wir lassen proviamo dieses con Mental un Benchmark altro durchlaufen. tool di benchmark. Velamo si chiama. E vediamo qua cosa ci dice. Quad core 1,6 Also Quad Core GHz di 1,6 GHz, frequenza. der Takt. Poi sono curioso quanti voi, Und quanto ich bin voi. genauso gespannt wie ihr. Cosa viene fuori? No, di nuovo Leider habe ich wieder kein non c'è Wi-Fi hier, sonst ancora könnte il ich euch Wi-Fi Vergleich disponibile in machen in questo den Dettagli, ufficio. muss ich mal schauen, wie ich es mache. Kann auch sein, wir werden demnächst mal in den Shop die einbauen, diese Werte von AnTuTu Benchmark Ecco, erlernen. 549 Also 549 ist schon mal sehr, sehr gut. Also ist auf jeden Fall besser è wie meglio come wenn wir es per direkt esempio vergleichen con un mit dem Samsung Samsung S3. S3, sind wir hier schneller natürlich.
Con il Ah, S3 vediamo siamo S3, arrivati a S5, S5 530. qua. Adesso viene Questo è un qualsiasi punto valore aperto. ottimo come, come Tifo, vai, valore. oddio. Chi Qualsiasi interessa a questi Biden. benchmark si intendano Bescheid. cosa vuoi dire. Comunque, 549 chi è Punkt interessato si 3 scarica 2 direttamente l'applicazione. V 80. Und wir gehen wieder Facciamo raus. il root check, se Root check vediamo noch se ganz kurz abbiamo alles Ding. diritti Root weg. all'accesso root. Non ce l'abbiamo. Hat kein Anche questo root. sappiamo. Abbiamo il Play Und ich Store. weiß auch, also Play Store ist drauf. Ansonsten haben wir hier ZDY was Test. aufgemacht. Den Z-Device-Test schauen wir noch ganz kurz an. Bene. Qua non abbiamo Also, da gibt es GPS. jetzt kein GPS natürlich. Und ihr habt hier die Sensoren nach unten. Tutti i sensori. Ansonsten haben wir Una Questo vibrazione, hat natürlich keine anche se Vibration. è stato letto, comunque. Auch wenn es hier so ausgelesen wird. So, Entriamo. dann Total Command, ich zeige es euch ganz kurz hier. Also auf jeden Total Fall habt ihr Command, hier einen direkten potete Zugriff auf alle entrare Laufwerke, den am besten einfach nur drauf installieren. in vostre cartelli. Gut, ansonsten gehen wir doch mal noch in unser Entriamo Spiel hier. nei giochi, in alcuni giochi. Die Box noch weg. E si vede già Und dann sind wir schon fast wieder cosa durch. Ich werde nur zeigen, dass die Grafik ist einfach con un immer noch IPS sehr, display sehr gut. con IPS risoluzione Display sind auf jeden Fall gebaut, ganz kurz. 1268. Wie viele Come Volt potete 100 PS scoprire braucht che ein c'è IPS? IPS, se Einfach girate un sehen, po' unauffällig, l'angolazione, vedete unauffällig, gut aus, sempre bene gerade. il display anche da una angolazione Also, das ist mal molto bassa. so, ist also schon recht niedriger E Winkel. si vede comunque, Man sieht es trotzdem sehr, sehr forse gut. nella camera Natürlich, vielleicht von der non Kamera si nicht so vede gut, bene, comunque nella realtà aber si accorge subito se c'è un Grafik sehr, sehr display gut, IPS. sehr, sehr Comunque gut. questo IPS con Gorilla Glass. Anche il suono è eccezionale. Sehr, sehr guter Sound auch, ihr hört es schon. Devo quasi urlare Das war schon schreien. che mi sentite. Siamo già arrivato. Und da sind wir schon durch. Bene, tutti i nuovi giochi Diese tridimensionali. ganzen neuen 3D-Spiele, was weiß ich, Non ci wirklich sono nessun gute Probleme problema per bekommen, jetzt auf dem Winkel hinten, giocare su questo von apparecchio. hinten surfen, bis ihr die Nase voll habt von dem Tablet. Anche Und bello per il viaggio perché è ist auf jeden Fall gut zu piccolo. mitnehmen, ihr könnt es schön mitnehmen, wo ihr seid, im Puoi andare in Café caffè, oder im ristorante, Schwimmbad, treno, dove mitnehmen, volete wo immer ihr leggere. essen könnt. Qualche Anche se ihr keine libro Lust mehr habt zu in schwimmen, PDF, di leggero, sehr, sehr. comodo. Sehr, sehr gute Größe auch. Ich versuche euch noch eine, irgendwie eine, eine Schachtel mit anzubieten, irgendeine schöne Hülle mit anzubieten. Muss ich mal gucken, die Tage noch. Stelle ich aber was ein. Ecco. Also bei diesem hatten wir schon. Das hier, das läuft wunderbar Questo flüssig. gioco liscio, senza scatti, senza problemi. La grafica Die qua in Grafik questo sind gioco è recht abbastanza kompliziert und complicato, come hochwertig vedete, gerade. quindi ne ha da lavorare qua il processore. Però come vedete, adesso ho toccato Aber il die Grafik pulsante wollte eigentlich. generale. Non volevo, comunque Den Sound niedriger machen. abbassiamo. So, ihr seht, es läuft sehr, sehr, sehr gut. Molto bello Sehr questo schickes tablet, Ding. mi piace. Anche i sensori per l'inclinazione Sehen wir gleich, wie die funzionano. Sensoren funktionieren.
Adesso un viaggio nella mongolfiera. Come vedete, l'inclinazione per girare funziona benissimo. Ok. Bene. Indietro. Al menu. Bene, molto bello questo tablet. Niente problemi per i nuovi giochi. Potete scaricare da Google Play e giocate. Sino esaurimento della batteria, tutto qua, tutto veloce, come vedete quando muovo il menu nella galleria, vediamo se c'è qualche... No, non c'è. Ah, qua. Qualche foto. Alcuni. Sì, molto... Molto bello, Chui V88, non è neanche molto caro, dal nostro shop cctshop.com. Noi comunque facciamo anche l'assistenza nel caso in cui, se avete dopo mezzo anno qualche problema con il tablet, dovete spedirci il vostro tablet e ci occupiamo di sistemare in garanzia. Avete un anno di garanzia. Ecco, direi per oggi tutto per questa recensione del Chui V88. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.